Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Hogwarts Legacy auf der Xbox Series X. Und ja, damit geht's auch schon weiter, liebe Freunde da draußen. Ich habe ja gesagt, so ein paar Nebenquests werden wir natürlich noch machen, auch wenn die Hauptstory jetzt abgeschlossen ist. Aber wir haben ja eins mitbekommen, die Nebenquests sind teilweise sogar ein bisschen spannender. Aber bevor wir loslegen, also der da, ne, den ihr da seht, muss ich erstmal ein Super Thanks an Jim West sagen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Super Dankeschön. ja, zur Erklärung, Jim West hat mir einen Super Thanks geschenkt auf YouTube. War ich total überrascht, dachte, oh mein Gott, was ist das denn? Aber großes Dankeschön, hat mich natürlich sehr gefreut und es freut mich, dass dein Sohn, hier Spaß dran hat, genauso wie mein Sohn am Let's Play natürlich. Und gerne dafür. Und deswegen würde ich sagen, leg mal los mit Sebastian. Ich hoffe, es wird nicht zu gruselig werden für deinen Sohn. Und ich werde natürlich mein Mundwerk zügeln. Aber sowas von. Was ich erfahren habe. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Was nehmen wir denn da jetzt? Ja, wir haben ja getan, was nötig war. Es nützt ja nun nichts jetzt. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Wie? Wenn ich mehr weiß? Ich wollte jetzt die Quest mit euch machen. Keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Sprich mit Ominous, nachdem Ominous, er mit... Wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Geh mal ein bisschen schneller, sonst kann ich nicht mit Ominous reden. Ich werde nicht aufgeben. Ist okay. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. So ein tragischer Verlust. Was passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja. Genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Ach, scheiße, ey. Ja, komm. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde das weiß ich nicht, ob ich's dir dann sage. Aber ich würde schon der Anne gern helfen. Also,
Also da bin ich wirklich echt gespannt. Also diese Nebenquest hat es mir auch so ein bisschen angetan. Oh, hab ich das gerade kaputt gemacht? So. Jetzt ist natürlich doof, weil ich will das weitermachen. Ich will diese Quest weitermachen. Na, wir gucken mal. Ansonsten beschäftigen wir uns noch andersweitig. Ist nur mal so doof, ne? Mit so einem Cliffhanger hockst du dann immer da. Okay. Sebastian? Wir sind beide gleichzeitig raus. Du bist doch schon viel eher gegangen als ich. Unheimlich. Ich hab gerade gesehen, wie unheimlich gerade mein Kopf geguckt hat. Was war das denn gerade? Mach das nochmal? Nee. Was so ein halber Genickbruch, ey. Meine Güte. So. Er will nicht reden. Schade. Na, gucken wir mal bei Aufträge rein. Lalalalalala. So, irgendwas mit Sebastian? No? Nope? Nope? Verdammt. Also kriegt man es noch nicht. Okay, dann machen wir bei Poppy weiter, liebe Freunde. Ich meine, die haben wir ja schon einmal gemacht. Und da wollten wir ja sowieso weitermachen. Und die ist im verbotenen Wald. Wollen wir gleich mal gucken gehen auf der Karte? Übrigens, das ist jetzt ein Update gewesen. Ihr seht ja, und jetzt springt Wesen der Reiter auch automatisch hin. Also das ist jetzt schon mal ein bisschen besser. So, dann machen wir mal Schnellreise. Das heißt, verbotener Wald, liebe Freunde, für alle Spinnen. Phobia? Spinnen? Vor allem Leute, die Angst haben vor Spinnen. Ist das jetzt vielleicht keine gute Situation. Und ab geht's. Wusch. Poppy, da bin ich. Blutegel mitnehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass durch das Update die Grafik ein bisschen schärfer geworden ist. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich schaffe das, ich krieg das. Mit welchen Einstellungen spielt ihr eigentlich da draußen? Also ich habe hier tatsächlich hier dieses... Können wir ja mal gucken. Manchmal interessiert es ja den einen oder anderen, was man so für Einstellungen hat, kommt. Hier, also den da habe ich da, ne? Fidelity mit Raytracing. So, und dann seht ihr ja, was ich hier ausgeschaltet habe. Und die Schärfentiefe habe ich natürlich angelassen. Das muss schon sein. So. Werden wir hier die Zentauren treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Sie haben sicher Verständnis. Wenn Sie von den Schnatzern hören, verstehen Sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können Sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Zentauren sind für ihre Weisheit bekannt. Zentauren wissen auch nicht alles. Nee. Ich schätze, Sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen Ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen Sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit Ihnen, erzählen Ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, na toll, Sebastian, jetzt oder was? Na toll. Ist ja nicht so, dass ich hier gerade mit Poppy die andere Quest mache. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Na. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab. Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran.
Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Mach mal ein bisschen einen, der hilft, ne? Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Meine Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Mit dem Mondstein auch auf einen Pixie legen? Nee, Pipi, ne? Pipi entwickelt sich mit Mondstein zu Pixie. So rum. Das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden können? Ich glaube, ihn Zentaur ein bisschen vieles. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Dorn? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Dorn mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ja, dann würde ich... Ich melde mich, wenn ich was finde. Ja, dann machen wir heute Dual-Quest, würde ich sagen, ne? Wenn sie sich jetzt erst wieder meldet, dann gehen wir doch jetzt weiter direkt mit Sebastian. Mensch, das ist ja aufregend hier hin und her hier. Junge, 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 Junge. Sebastian! Sebastian! So, mein Sohn freut sich schon wieder irgendwie. Imperio, sagt er. Aber habe ich den nicht schon, den Zauberspruch? Ne? Gut. Ich den noch nicht habe... Dann bitte. So. Das Feuer haben wir noch nicht. Dann nehmen wir das hier. Aber so ne Mann. Zähne putzen. Licht aus. Zähne putzen erst. So. Wo sind wir denn hier gespawnt? Jetzt Stern schnell weg. Oh! So. Ja, ich nehme hier mal abends auf. Ne? Darf er mal noch ein bisschen zugucken. Wenn er das Ganze sehen will, kann er ja die ganze Folge sehen. So. Hast du schon mal einen neuen Besen gesehen eigentlich mit der Taschenlampe dran? Geil, ne? Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Na dann los. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Hauptsache Sebastian passiert jetzt. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ja, ja. Lass uns reingehen jetzt. Wollen wir mal schauen hier. Ich bin mir sicher, Sebastian? Der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Da sind sie wieder, die Spinni. Sehr schön. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Rivé, Spinnen sind keine Insekten. Okay, werden alle markiert. Die alle zu öffnen ist verlockend. Okay.
hier um Ruhe. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Kommt die ganze Zeit das... Aha. Das ist durch das Öffnen passiert, ja? Das Feuer. Okay, was ist da oben? Was ist da unten? Da oben ist eine Kiste. Wollen wir mal gucken gehen. Ah, ja. Eine Truhe an einem total riesiger, dekorierter Tisch. Woo! Naja, Dekogramm. Da muss ich auch mal wieder Hand anlegen bei mir. Also, ihr wisst, was ich meine. Also wirklich jetzt. Na, wer bist du denn da? Itzi Bitzi? Zack. Wie wir einfach mal voll überlevelt sind, ne? Für das Dungeon. Da geht's dann weiter, oder was? Okay. Lass uns erstmal hier schauen. Mega Power Drank. Nochmal was zum Einsammeln und zum... Wie schön die Effekte sind, ne? Wenn das alles so... abfackelt. Das ist die Frage. Da lang oder da lang? Mann. Immer diese schweren Fragen. Wo war denn das jetzt hier, ne? Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Aufpassen wegen den Spinnies? Du da! Ah, so ein Stein auf dem Kopf, das ist nicht schön. Bis Sebastian immer seinen ersten Zauber macht, bis dann haben wir immer schon alle besiegt. Wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. Dunkler Sonnenhut, yay! Also wenn sich das nicht gelohnt hat. Da ist nichts weiter, ne? Und da können wir auch keinen Zauber machen. Gut, dann war jetzt wirklich nur hier unten der dunkle Sonnenhut. Ja, ja, schön. Gehen wir weiter. Links von uns ist eine Kiste. So einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Ah, so. Ich wäre so töricht. Das Relikt bricht. Also ihr da draußen dann natürlich einfach pausieren, wenn es zu schnell ist. Okay, hm. Was ist es? Reparo. Okay, ich dachte, das klappt mit Reparo. Das Skelett hier einfach. Achso, ich soll mit Sebastian sprechen. Ja, warte mal, Sebastian. Bevor wir da jetzt weitermachen und hier nachher wieder irgendwas getriggert wird, wo ich aus dem Dungeon rausfliege. Revelio. Da war ein Spinnchen drin. Jetzt was zum kaputt machen. Kommen wir denn hier hin? Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Ah, warte mal. Da gehen wir mal noch nicht lang. Immer diese Qual der Wahl, ne? Was ist denn das? Incendio. Okay, kein Feuer. Kein Eis. Gut, hab verstanden. Darf ich noch nicht. Wie sieht's hier mit aus? Nein. Reparo. Reparo. Nein. Gut. Gut, ich rede jetzt mit dir, Sebastian. Upsi. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt.
Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen? Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Mich interessiert, was diese Person noch entdeckt hat. Nur zu. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns ansehen. Okay. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da haben wir den Schülerbericht. Die Arbeit in den Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unser Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter den verfallenen großen Saal inmitten der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsames reformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. So, okay, dann müssen wir dann... Zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Jeden Stein? Jeden Knochen? Revelium! Das kann ja nicht gemeint sein. Nee. Accio. Mach mal so. Was haltet ihr denn davon? Revelio. Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Noch mehr Knochen. Accio. Wingardium Leviosa. Machen wir es mal so, oder? Kommt ihr? Ey, meine Knochenbrunne. Hier dran? Nein? Hier dran? Jetzt. Ganz schön knochiges Vergnügen. So. Gucken wir mal noch weiter. Nope. Wow. 8 Dublonen. 10 Dublonen. Irre. Also reich werde ich damit nicht. Was ist das eigentlich? Das kann ich sehen. Was ist das für ein Effekt? Wusch, wusch, wusch. Revelium. Okay. Also das hier fehlt ja anscheinend noch. Also wir brauchen hier noch mehr Knochen, damit der Kack aufgeht. So, dann können wir entweder dadurch, was wir ja vorhin den Weg freigemacht haben. Was ich aber eigentlich nicht ganz glaube. Ah, guck mal da. Ich wollte nämlich schon sagen, weil ich glaube nicht, dass man die Knochen über einen sehr weiten Zeitraum schleppen muss. So. Das sieht immer noch nicht fertig aus. Warum darf ich das nicht nehmen? Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Liegt da doch noch was da unten? Revelium. Oben? Ich glaube oben nicht. Da müssen wir doch den Weg gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber hier ist er noch zu. Ja gut, kommt. Okay. Nee, hier müssen wir ja selber wieder diese Knochen wenden. Incendio.
Ja, ich dachte, es reicht bis dahin. Oh, wie viele Frames hat denn hier gerade der Raucheffekt? Eieieiei. Kann man das hier noch mehr wegmachen? Nee. Aber wozu? Hier kann ich ja nicht hochklettern. Hier ja. Aber hier muss ich ja wieder diese Knochenkack machen. Ach, so. Können wir es verbrennen? Ins Handy. Kann ich das direkt schon dran machen? Ja. Komm her, ja. Was? Warum hält das nicht? Vielleicht hier so irgendwie? Hat sie klappt? Ja. Wackelige Knochenbrücke steht. Joa. Nehmen wir nochmal. So. Oh, das sieht nach Gift aus. Kurz warten. Rivelio. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Alles klar. Okay. Gut. Ah ja. So, dann wird jetzt hier noch ein Gerippe sein. Oh, großer Teppich. Dankeschön. So, bisschen Money. Schuluniform. Da. Nee. Hier muss doch aber jetzt noch ein Skelett kommen. Kann doch nicht sein. Kein Skelett mehr? Aber das kann ich ja nicht nehmen. Bin ich zu doof gerade? Aber hier ist nichts mehr. Da oben ist noch was, aber das ist... Ah nee, das ist die blaue Kiste, ne? Die wir geschoben haben. Um hoch zu klettern. Das Haare mal. Fehlt da wirklich noch was? Überwinde die Barrikade. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, ne, Freunde? Hier vielleicht noch irgendwo ein Gerippe rum. Mensch, den Scanner. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Hätte ich nicht einfach das Gerippe statt diese Brücke zu bauen? Hätte ich das nicht einfach mitschleifen können? Nee, wa? Warum kann ich das hier nicht nehmen? Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich das nicht nehmen darf. Seht, ich gebe mich damit nicht zufrieden, dass ich das nicht nehmen darf. Ich bin da wieder hartnäckig. Ich geh nochmal hier lang. Nur um zu gucken, ob ich die Knochenbrücke abbauen kann. Okay. Aber... Nee, man kann das nur... Richtig abmachen geht nicht. Also auch mit zerschneiden geht nicht. Einen sicheren Weg hinüber. So eine Kacke. Rivelio. Das
kann ja nicht sein. Also ich hätte jetzt erwartet, dass in diesem einen Raum das noch ist. Bin ich gerade so auf dem Schlauch? Hier oben vielleicht was? Aber es wird halt auch nichts blau markiert. Hä? Check ich nicht. Oder sag ich's nicht, ich muss jetzt gegen die Tür da irgendwas schlagen. Nö. Was haben wir denn noch für Zauber? Aber das... Uzio. Sendo. Oh. Moment mal, mit Confringo konnte ich die kaputt machen. Moment mal. Wo sind jetzt die anderen Grippe? Oh Gott sei Dank. Ich habe jetzt schon echt Angst gehabt, die sind jetzt komplett weg. Ja, das fehlt nur noch oben das Mittelstück. Knochen seien der Schlüssel. Also brauchen wir wahrscheinlich Knochenhaufen. Ja. Es ist mir bewusst, dass wir Knochenhaufen brauchen. Sebastian. Und hier liegt ein Knochenhaufen, aber ich kann sie nicht nehmen. Die Brücke will ich jetzt eigentlich so kaputt schlagen mit diesen. Aber wenn wir das jetzt kaputt machen konnten, dann werden wir doch die wieder bekommen, oder nicht? Passt mal auf. Die Frage ist nur, hier kommen ja solche Duckdinger. Wie verhält sich das da mit diesen Knochen durchzwängeln? Scheiße. Denkste? Denkste? Levioso. Confringo. Shit. Rivelio. Ist hier vielleicht doch noch irgendwas zum Öffnen? Nee. Hä? Warum nicht? Na, liebe Freunde, ich würde jetzt am liebsten weitermachen, aber... Irgendwie hocke ich hier gerade voll auf dem Schlauch. Gibt's da nicht hier Kinderrätsel? Kann ich wahr sein? Ist das vielleicht ein Bug, dass ich, warum ich die nicht nehmen kann? Weil wir konnten ja vorher auch mit denen, ich sag mal, so ein bisschen interagieren. Und jetzt gehen alle Zauber hier irgendwie weg. Und vorher konnten wir ja hier dran schlagen. Wisst ihr, was ich meine? Probier mal was. Also wenn das jetzt wirklich ein Bug ist. Boah, es macht halt keinen Sinn, dass man diese Knochen nicht verwenden kann. Warte mal, manuelles, ne? Das war hier, das hier, ne? Heute, ja. Komm. Wir probieren's. Okay, jetzt müssen wir nochmal mit ihm labern, aber das ist jetzt an sich nicht so schlimm. Sieht aus wie ein Teil einer. Ja. Ja. Super. So, und jetzt versuchen wir es direkt als erstes. Passt auf. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht. Ja, sag ich doch. Das war ein Kackbug. Schöne Wurst. Oder besser, jeden Knochen. So. Weißt du, man zweifelt dann irgendwann an sich selber und dann denkt so, okay, aber die Rätsel sind ja eigentlich wirklich so gemacht, dass man's... Ja, also, es sind ja keine große Herausforderung. Aber wenn du dann hier so einen Bug hast, der macht dich wahnsinnig. Zweifelt man dann irgendwie an sich. So, wo war drinne das Knochengerippe? Da. Let's go. Es hat geklappt. Ja. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Hast einen Witz gemacht, ja? Oh oh. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Was denn? Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also,
Wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ja. Komm. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Ach du Scheiße. Okay. Na los. Quasi eine 4 machen. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Warte doch mal. Ich muss erstmal Imperio ausrüsten hier. Unten? Wo? Der? 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 Der ist es? Okay. Nehmen wir doch mal die dickste Spinne von allen. So, dichter. So. Ja, jetzt ist die unter meiner Obhut. Wie lange bleibt das so? Hält aber schon eine Weile an, ne? Achso, ich kann dann auch nicht gegen die kämpfen? Ah, jetzt ist vorbei. Na schön. Ja, ist doch nicht schlecht. Alle Spinnnetze weg. Wie komme ich denn da durch? Müssen wir mal gucken, ob wir dann andersrum kommen. Die Tür ist klar. Da sind wir hergekommen. Das ist auch ein Spinnchen. Komm, dann bringen wir die direkt hier in unsere... So, zack. Das ist ja echt praktisch, ne? Hat man so einen kleinen Helferling. Woo! So, du hast mir genug geholfen. Bisschen dramatisch, oder? Achso, das war die Seite, ne? Nee. Ist da noch was? Hier haben wir auch noch was. Mensch, kannst du richtig viel entdecken hier. Mehr nicht? Ah, da. Orange Molchaugen und lavendelfarbener Schal mit Flickenmuster. Cool. So, weiter geht's. Aber erstmal hier wieder ein bisschen die Spinnnetze wegmachen. Mal so ein paar Spinnchen raus. Da ist eine Truhe. Da. Diese Katakombe ist verfallen. Auch wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Goldener Gegenstand für den Hals. Alles klar. Pop-ups. Na, das Update doch wieder ein paar Problemchen gemacht. Weil solche starken Pop-ups hatte ich eigentlich vorher noch nicht gehabt. Aber gut, war jetzt einmal. Kommt. Schwamm drüber. Weil ich denn. Drücken wir uns falsche. Gift. Oder? Das sieht immer aus wie Gift. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast? Ja. Ich hab mich gut geschlagen. Wait. Was? Ach so, es ist ein Rätsel. Okay, der ist an.
Falsche Reihenfolge, alles klar. Also zuerst du. Du bleibst. Dann du. Nein. Das hat okay. Geklappt. Weiter so. Wie, was hat geklappt? Was erzählst denn du? Hat nur Jornisch geklappt. Also erst du. Dann du. Ja. So. Okay, dann müssen wir jetzt, um eine andere Tür zu öffnen. Verdammt, dann hat der doch irgendwas geklappt. Ging vielleicht irgendwas auf, was ich nicht gesehen habe. Wie ich mich umgucke. So, was aufgegangen? Kann leider anhand von Revelio nicht sehen. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Ach so. Okay. Macht Sinn. Hätte ich vielleicht vorher sehen sollen, aber egal. Gut. Wir haben's. Ich bin stolz auf dich. Oh Sebastian, bitte hör jetzt auf mit den Knochenwitzen. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Spinnies? Große Spinnies, kleine Spinnies. Zack. Ganz großer. Ich wollte eigentlich meine Dings machen, aber irgendwie hat das nicht ausgelöst. Ich drück gerade die ganze Zeit. Ja, doch jetzt! Voll die Verzögerung! Mann! Ich will jetzt verkohlen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Lang dachte ich, das hört nie auf. Na, nicht so schwarz sehen. Revelio. So, Hammer, Hammer, Hammer. Incendio! Na toll, alles umsonst. Warte mal, gib noch nicht auf. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberer von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist... kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Oh. Ach, Relikt jetzt mitnehmen oder nicht? Ach komm, pack's ein hier. Okay, Skelettchen in der. Okay. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Revelio. Tja, mitnehmen oder nicht mitnehmen, ne? Was passiert im schlimmsten Fall? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Komm, wir machen mal ihn auf gut. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Revelio. Okay, also er hat es jetzt mitgenommen. Eieiei, das wird bestimmt nur böse enden. Na, schauen wir mal.
Ist das? Was ist das denn? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Jetzt darf ich wieder Ominous überzeugen. Ah, mein Gott! Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Na siehste, hat er geglaubt. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, hab's geschafft! Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Jo. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Falsch, ne? Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ja, jetzt ist doch gut, Sebastian. Ich hab's doch geklärt. Mann. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. So, kehre nach Feldcroft zurück. Können wir fliegen? Müssen wir laufen? Oh, echt jetzt? So weit laufen? Schon wieder Spinnen. Ist aber mal gut jetzt hier. Verdammte Axt. So. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Das ist da hinten schon immer so gebrannt? Und da los? Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte Anne nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt, aber stimmt das da nicht? Es würde sie nur betrüben. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ja, hast du schon die ganze Zeit gesehen. Das ist das schlechte Oben, weil du das Relikt mitgenommen hast. Berge in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Wir kommen. Ich glaube, ich spinne. Zack. Wir sind...
Haben wir alle? Erstmal looten. Das ist Anne? Oh, scheiße, das ist Anne. Uh-oh. Aber ihr habt's gesehen, ne? Mit Sebastians Augen. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast das richtig getan. Vielleicht war es nicht richtig. Es war nicht viel Zeit zum Handeln. Aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt. Mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Ernsthaft? Ich würde aber weitersehen, was... Oh, renn da nicht mit dem Relikt weg, Mensch. Ja, wo sind die? Relidium. Da. Was dachte er sich nur? Können wir reden? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian hat seine Schwester gerettet. Sebastian ist zu weit gegangen. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte unbedingt Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Toll. Hab ich ja richtig gut die Bogen geklettet, wa? Also reden kann ich. Warum ist er kein Verkäufer? Tolle Wurst. Kennst du Ayandale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Da. Da geht's direkt schon wieder weiter mit Poppy, ne? Junge, 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 aber das sind so zwei Quests, ne, die sind doch recht attraktiv erzählt, sag ich jetzt mal. Ne? Spannend wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber attraktiv erzählt. Also da können wir doch dann das nächste Mal behutsam weitermachen, liebe Freunde da draußen. Und darum würde ich jetzt sagen, machen wir an der Stelle hier erstmal einen Cut. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Ein super Dankeschön an Jim West. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer TRS Pictures and Gaming. Tschö mit Ö. Ups. Kaputt. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Verdammt Axt. Ah, scheiß Zauberstab. Geht doch wieder an.